Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir die Slums von Sektor 5 erreicht und ja, wir sind jetzt hier mit Iris ein bisschen ja die Stadt erkunden, haben ein bisschen diesen, wie heißt er nochmal, Helmchenhof hier, ein paar Blumen gepflückt, sah ziemlich lächerlich aus Clouds Perspektive und ja. Ja, wir müssen jetzt hier mal mit dem Typen noch mal, also müssen wir nicht, aber der hat so eine kleine Mission mit einer S-Bar, die wir bekämpfen können. Und ja, wir sagen, das machen wir auch mal so. Und ich weiß ja, gegen was wir kämpfen, ne? Also tun wir mal Feuer ausrüsten, weil wir kämpfen gegen Shiva. Shiva ist Eis. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiter. Na, gucken wir mal, wie das so funktioniert, ne? Shiva, als Ergebnis der Auswertung der gesammelten Daten zum Eiselement könnte Shiva, die Eiskönigin, erfolgreich reproduziert werden. Was nur noch bleibt, ist das Verhalten im tatsächlichen Kampf zu überprüfen. Der Auftrag ist, eine Kampfsimulation mit der Espa Shiva durchzuführen. Die Espa Shiva besiegen, ja. Machen wir mal. Jetzt gucken wir mal. Lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Okay. Dann können wir so S-Bars freischalten oder was? Hi Shiva. Gib mir wahrscheinlich voll auf die Fresse, ne? Muss ich die alleine bekämpfen übrigens? Muss dann nicht irgendwie auch mit anderen Leuten ja mir als Hilfe hätte beibringen können. Okay, leichte Resistenz gegen Schwert. Super. Stehbar nix. Ups. Aber ich weiß, gegen was du anfällig bist. Oh, ich wusste es. Feuer! Okay, mein ATB tut sich irgendwie voll langsam. Dieser blöde Startseffekt geht mir langsam auf die Nerven. Ja, ich kann irgendwie nicht ausweichen, danke. Ich muss angreifen, damit ich ATB bekomme. So, dann machen wir mal Supertränke. Mann, ja, ne? Nichts dagegen. Aber ich bin ein bisschen zu schwach. Obwohl er ist nicht hochgelevelt, stimmt. So, lass mal den hier machen. So, und dann heilen wir uns mal einen Heiltrank hoch. Oh Gott. Also schön Feuer einsetzen, dann ist er geschockt. Klingt nach einer guten Strategie, ne? Hier, ich muss mal kurz ausprobieren. Ich weiß, da stand stehlbar ist nichts, aber trotzdem. Nicht zu stehen, okay. Und ich muss gar nicht so nah zu denen herangehen oder so zum Gegner. Au. So, Feuer. Ich hätte auch eigentlich Zusatzeffekt auf meine Waffe aufpacken können, ne? In Verbindung mit Feuer. Jetzt bestimmt Auge gebracht. Das hat. So, jetzt machen wir den hier. Komm, sei. Komm. Verbrenn. So, dann mach mal den hier. Ah, guck mal, jetzt kriege ich die Fähigkeit hier. Mein Gott, ey. Cloud hat Probleme. Was sind das für Dinger? Okay. Doch ein bisschen härter als gedacht. So, ich muss mal Vitra einsetzen. Schwören. Oh, cool. Warte mal, das war ja voll unfair jetzt. Schluss jetzt.
Halt mal Kreuzschlag. Huja! So, das ist ein voller Unfall jetzt. Jetzt setzt sich noch eine Feuer-Esper gegen mich ein. Ne? Was machst du jetzt? Das ist irgendwie genau umgekehrt wie in Final Fantasy 8, wo man gegen Ifrit Shiva einsetzt. Was? Ihr habt Shiva? So, bei dem müssen die Feuerangriffe ja wohl noch mehr Schaden machen, ne? Ah. Ja, ich habe den Angriff hier voll unter Kontrolle. Den Kampf meine ich. Dann jetzt nochmal Esper-Fähigkeit und nein, macht man den großen Angriff. Wenn ich Glück habe, liegt die wieder am Boden. Spätestens wenn er seinen letzten Angriff einsetzt. Oh Gott, Diamantenstaub, das ist ihre Dingens, ihre ultimative Fähigkeit meistens. Ja. Oh Gott, ich kann da nichts machen. Bitte tu nicht zu viel weh. Oh Gott. Ja, das ist jetzt voll unfair. Hey. Boah. Oh. Aber ich habe eine Strategie. Ich weiß, wie wir das machen. Sehr bedauerlich. Doch beim nächsten Mal wächst du sicher. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfen. So, ich weiß aber, wie wir das handhaben. Und zwar, nein, so, das hier nehmen wir mal aus, das auch. So, dann rufen wir hier Zusatzfähigkeit rein, damit alle Angriffe jetzt Feuer sind, ne? Ne? Dann Analyse brauche ich, obwohl brauche ich das eigentlich noch mal, weil nicht heilen brauche ich. Und also nicht TP Boost mehr aushalten, Effizienz blocken. Ja, machen wir das. Ja, jetzt müsste halt eigentlich klappen. So, ich will noch mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Jetzt lege bitte deinen Pott. So, komm, wer hat gelacht? Ich will die haben. So, du bist aber noch analysiert, ne? So. Aua. Ich kann auch Eis in einer meiner Rüstung reinpacken, dann würde ich irgendwie, weiß ich nicht, gegen Eis resistent sein. Was ist das? Aha. Ah ja, super, ich kann nichts dagegen machen. Oh Gott. Okay, ich war aus der Reichweite, gut. Komm her. So, jetzt müsstest du wieder am Boden liegen, ne? Irgendwie, wenn ich die zweimal treffe. So, gerade gesagt, verrecke. Das war's dann. Na, komm her. Wir sind aber anscheinend nicht durch. Wie reduziert. Wirksam Feuer, immun. Ach, wegen Schwert, okay. So, wenn ich jetzt zweimal wieder auf Feuer einsetze, dann müsste es ja wieder am Boden liegen, ne? Quatsch, Klopf. Ne, diesmal nicht. Boah. So, komm her. Jetzt aber. Boom. Ich bin bereit. Zack. Oh, du bist auch geschockt, sehe ich. Dagegen ist halt vielleicht gut, ne? Komm schon, fall um!
Den gibt's jetzt nicht. Was? Die wird nicht geschockt? Hey! Warum wird denn nicht geschockt? Was? Oh. Ey, die war doch kurz davor, ey. Hab sogar noch Feuer auf die drauf geballert. Hat auch nichts gemacht. Was war, Cloud? Hat etwas nicht gestimmt? Na gut. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, voll kacke, ey. So, andere Strategie. Meine Angriffe scheinen ja sowieso nichts zu bringen. Also habe ich irgendwie. Ja, perfekt. Ne, Titanreif, der bringt nichts. Nehmen wir mal den hier. Und dann machen wir das so. So, dann packen wir hier Eis rein. Oh. Halbiert Elementarschaden, Eis, ne? So, das müsste jetzt so klappen, ne? So, jetzt komm her. Cloud, ich würde mich blöde ist, ich muss sie ja angreifen, weil sonst kriegt ja keine ATB, ne? Also ich Blockangriffe. Meine normalen Angriffe bringen ja sowieso nichts, also. So, jetzt noch mal das Ganze. Upsala. Wird sie angesehen eigentlich? Weil irgendwie scheint mein, weiß nicht, mein Schwertangriff irgendwie Priorität zu haben. Und nein, ich Idiot. Jetzt habe ich halt nicht mehr Dings. Oh. Ich kann sie ja nur so angreifen, Dreck. Brauche ich noch was? Okay, ich kann eigentlich Analyse rausnehmen, so. Oh. Toll, jetzt kann ich sie gar nicht mehr schocken. Ja, kann ich halt irgendwie verlassen, aufgeben, ja. Da hatte dich für einen Moment. So. Analysiere den heutigen Kampf. Und du musst du immer zwei Sachen irgendwie sagen. Boah, Junge. So. So, machen wir das so. Analyse kommt raus. Ich gebe noch nicht auf. Jetzt packen wir Glut da rein. So. Frost. So. Jetzt kann ich immer noch Feuer einsetzen. Ich habe Heilen. Ich habe Effizienz blocken. Ich bin halb resistent gegen. Cloud, doppelt so resistent gegen Frost, nehme ich mal an. Jetzt. Und ja, jetzt müsste das wohl klappen. Komm, jetzt haben wir eine hochgelevelte Version von Feuer. Analyse brauche ich ja auch nicht, ne? Boah, das geht mir am meisten auf den Nerven, wie ich einfach hier nichts machen kann. Ja, und dann setzt sie das hier ein und ich kann. Ja. Das ist voll unfair. Aber es hat weniger Schaden gemacht. So, komm her. Feuer, frisst hat. Da, oh, mit einem Schlag, sehr gut. So will ich das. Oh, den Angriff auch noch nicht gesehen. Wenn er in so ein Dreieck-Dings einsetzt. Oh, das ist voll unfair, ich kann ja nichts machen. Ja. Ich bin schon wieder angefangen, ein bisschen schneller. Ey. So, ich brauche leider meine MP zum Angreifen. Deswegen. So, ist eigentlich nicht so stark. Da ist eigentlich nicht so stark. So, ganz ehrlich jetzt. Nee, bringt nichts. Ich hab dafür. Ich habe nur gestartet, so beim letzten Mal nicht geschockt worden ist, ey. Na, vielleicht muss ich auch warten, bis es irgendwie eine Weile lang nichts gemacht hat, ne? Ja, der jetzt wird zum Beispiel nicht geschockt. So, jetzt aber. Nee, was? Ich gebe noch nicht auf, ich krieg das hin. Gott. Ja, wie viel trinke ich noch mal an? Ja, nein. Ich habe wieder dieser Kacke. Ich glaube, ich würde den ganzen Party irgendwie verbrauchen für diesen Kampf. Aber ich habe keinen
MP mehr danach. Nein, das hat das abgewehrt. Jetzt habe ich keine MP. Ich habe aber Ether, ne? Ja, nicht viele, aber super. Was dann mit meiner Strategie, habe ich so gefühlt. Ich mal gucken, ob das so klappt. Ich bin resistent gegen Eis, also ich kann noch eine Weile überleben. Aber dieser Angriff nervt mich echt, ey. Wie ich hier einfach warten muss, ne, bis das Ding auf mich runtergerastet kommt, ey. Ja, geblieben. Und sei geschockt dieses Mal. Ifrit kann auch ruhig mal wieder auftauchen, ne? Also ist jetzt nicht. So, jetzt bist du geschockt. So, Limit. Oh, das wird wehtun. Ja. So, komm her. Schwertsturm. Hat eine Menge abgezogen. Jetzt kommt gleich noch Ifrit, der sich der Party anschließt. So, beschwören. Ifrit, hilf mir. Ich brauche Hilfe. Jetzt kriege ich dich, aber pass auf. Auf sie drauf. So. Ja, das. Den Namen jetzt nicht blieben. Oh, jetzt steht die schon wieder. Los, mach wieder. Alter. Sieht voll heftig aus. Oh nein, Diamantenstaub. Kommt jetzt wieder. Ich heil mich hoch. Ich block mal. Ich hab's noch nicht, dass das was bringt. Wahrscheinlich wird blocken. Ja, sieht so aus, als wäre. Aber ich müsste halt überleben eigentlich. Ja, wow, ich habe ja gar keinen Schaden genommen. Los, auf mit Hause in die Fräse. Ah, oh, besiegt, gut. Besen, Besen, sei irgendwas. Cool. Das war hervorragend. Die Synthese der Shiva-Materia ist abgeschlossen. Hier bitte, die Materia gehört nun dir. Das kühle Lächeln der Eiskönigin passt ausgezeichnet zu dir, Cloud. Das. Bewahre die Materia bis zu deinem Sieg über Shinra gut auf. Cool, jetzt haben wir eine neue Beschwörung. Fortschritt abgeschlossen. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen. Und ich weiß auch genau, wer die jetzt bekommt erstmal. Shiva, gibst du Magie? Nein, du gibst aber ein MP. Was? Okay. Ifrit gibt ja voll viel im Gegensatz zu denen. Da war Shiva doch ungefähr gleich stark, so wie Ifrit. In den meisten Fällen. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ja, hast du neue Sachen? Nee, alles klar. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen. Aber sieht es mit einem HP und so aus? Ja, sind noch alle voll. War ja nur eine Simulation, ne? Okay, das hat jetzt so 20 Minuten gedauert. Gut. Also nicht gut. Kann eigentlich mehr erreichen, aber ja, gut. Aber wie ist es, hat hier geschafft? So. Wir haben diesen einen Jungen noch getroffen im letzten Part. Der ist jetzt, den haben wir gesagt, hat Eris hier. Bei Dings ist bei diesen
den ganz Kirchenhof. Oh, Truhe. Und ja, ich nehme an, wir müssen da wieder dann zurück, ne? Wenn es hier weitergeht, hier sehe ich irgendwo noch Musik, da sehe ich eine Truhe. Hi, nehme ich mir mal, ne? Joink, direkt vor dem seine Nase weggenommen und zack. Ach, hier ist nur so eine Dings. Ich dachte, der hängt jetzt da so mit dem Kopf gegen die Wand, ey. Tango of Tears. Das ist die Siegesfanfare. Das soll Barretts Thema sein. Ist das nicht irgendwie dieses din 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 dieses ein Lied, das nur an einer einzigen Stelle im Spiel gespielt worden ist, von dem kein Schwein gewusst hat, dass das Barretts Thema ist. Und das voll außer Kontext irgendwie war. Das war eine Tutorial-Szene halt. Ist was passiert? Ja, da wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums. Hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist eine Nummer. Oh. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay. Hier lang. Nein, da lang. Und Iris ist wieder bei uns. Gut. In dieser Sackgasse ist nichts. So, ich muss, glaube ich, noch mal die Materie ein bisschen umändern, ne? Weil das ist jetzt hier nur so ein Kampf gegen Shiva jetzt hier gewesen. So. Das kommt zum Beispiel weg. Tun wir nochmal neu anordnen. So. Analyse werde ich immer brauchen. Heilen werde ich 90% der Zeit brauchen. Weil es eigentlich, wenn ich Elementaraffinität auf mit Vita verbinde, tue ich damit jeden Schlag heilen? Wäre ein bisschen doof, ne? So, stehlen werde ich brauchen. Effizienz blocken und Ausweichrundschlag, weil das immer noch nicht gelevelt ist halt, ne? So, Iris, heilen, Gebet, ja. MP, Magie, Wust, Vision. Kann nur einmal während des Kampfes eingesetzt werden. Da müsste ich irgendwann mal Limit irgendwie bekommen mit ihr. Einer. Tschüss. Ich spreche mal hier einen, ne? Im Kindergarten. Oh. Ja, man Chocobo, ein Mogri, ein Kaktor, ein Thornberry. Oh, ich frage mich, ob wir die im Spiel sehen werden. Eigentlich nicht, ne? Die kamen auch voll spät erst vor. Weil Thornberries sind ja auch starke Viecher. Wir haben Küchenmesser. Eine Laterne. Wie sieht es eigentlich hier aus? Nein, nicht da, da. Ja, da brauche ich immer noch. Das wird ja wohl irgendwann mal hier so machbar sein, ne? Irgendwann werde ich das ja wohl erledigt kriegen, glaube ich. Hoffe ich. Hi. Nein, ich will nichts von dir. Auch wenn du mich so bewundernd anguckst. Vorsicht, pass doch mal auf, Mann. Die Kinder ihr geheim versteckt. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Ja, wir sind ja wohl Aeris. Aeris, wie alt bist du nochmal? Ich schlag mal kurz nach. Ich glaube, sie müsste irgendwie so 17, 18 sein. Ich guck mal in dem Handbuch von Final Fantasy 7 für die PS1 nach. Ich habe Aeris mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Sie ist 22. Sie ist ein Jahr älter als Cloud. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal. Sie ist auch der zweite Charakter, der aufgelistet ist in dem Heftchen, komischerweise. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Oh. Finger weg.
Ich meine, aus dem Weg. Aus dem Weg. Oh, du hast auch so eine Blume. Spice klaut einfach so die Blume da weg. So, ach. So eine Rivalität mit so einem kleinen Jungen. Seid vorsichtig. Ach was, ich habe gerade gegen eine S-Bahn gekämpft, mir wird schon gut gehen. Wo sie wohl hingelaufen sind? Kinder sind unberechenbar. Wir drehen am besten jeden Stein um. Ist gut. Beeilen wir uns. Ja, bestimmt Monster, ne? Ja. Kein Kommentar, okay. Wirksam Eis. Hat irgendjemand aus Eis ausgerüstet? Ich will nur gucken, was die ausgerüstet haben. Ne? Aua! Warte mal, stehlen. Stehlen fehlgeschlagen. Ich kann ja gucken, was ich klauen kann, ne? Seltener Gegenstand, Stehbar, Ether. Ach, was brauche ich nicht. Nur wenn ich irgendwie so Ausrüstung oder so lese, dann werde ich das. Aber das hätte ja bedeuten können, ich hätte stehen schon viel früher haben können, ne? Wenn ich die Mission irgendwie erledigt hätte, ne? Das ist ja schon wieder kacke, ey. Ich hatte irgendwie was Gutes irgendwie verpasst habe von einigen Bossen oder so. Ich kann das auch mal nachgucken, ne? Was haben wir denn hier? Nihilistisches Wesen. Shiva. Ein KI-Kern hätte ich klauen können vom Airbuster. Ein Molotow hätte ich klauen können vom... Was auch immer ist, Schlagringe hätte ich klauen können. Was? Ne, Gegenstände, okay. Gegenstände sind die Nachricht, die ich nach dem Kampf bekommen, ne? Molotow war ich auch eine Waffe irgendwie. Ne, nee, ist so ein Itemzeichen, so ein normales Itemzeichen. Ja, aber bei Bossen sollte ich jedenfalls mal nachgucken, immer was die zu klauen haben. Wenn ich halt geil anhört, dann mache ich das natürlich. Solange das nicht so eine unglaublich niedrige Wahrscheinlichkeit ist, zu klauen, weil das war es nämlich im Original. Weil ich voll nervig fand. Ich hasse es, wenn du ein Spiel eine Clown-Funktion hast und, weiß nicht, du tust irgendwie 10-mal irgendwie einen Gegner beklauen und du bekommst immer noch nichts, ey. Hab ich ja in Final Fantasy 10 eher gemacht, ey. Hast du Clown eingesetzt, bing, hat das irgendwie zu 90% immer funktioniert. Aber Gott bewahre, du willst mal was im Final Fantasy 7 klauen, ne? Muss irgendwie 10-mal irgendwie Clown bei einem Gegner einsetzen und dann kriegst du wahrscheinlich nicht irgendwie einen normalen Trank oder so auch noch. Lohnt sich noch nicht mal. Da drüben. Erregt keine Aufmerksamkeit. Wir sollen uns nicht bemerken. Außer wenn wir da ankommen. Dann auf dem Putz. Würde ich sagen. So. Wenn nicht. Ein Schlag weg. Hier, Boden. Bonk. Hi. Na. Overkill. Ah. So, Aeris, du hast ja auch ein paar Fertigkeiten, ne? Da ist heiliger Magiekreis. So, und da muss ich einige Zauber einsetzen, ne? Schrecklichkeitsbonus, so. Es ist geschafft. Mal einige längere Kämpfe haben. So, was macht dieser Magiekreis genau? Das habe ich irgendwie nicht gesehen jetzt gerade. Aber für mich gibt's auch was zu tun, oder? Jetzt so einen ausklappbaren Stab. Heiliger Magiekreis. Oh, okay, das ist einfach der Effekt. Magie wird zweimal aktiviert da drin. Ne? Ich meine, das ist auch nicht schlecht, ne? So. Ich hoffe, ich bin noch drin. Ja. Muss ja schnell diese Fähigkeit hier lernen, ne? Hm. Irgendwie, da. Ich muss schon sagen, irgendwie ist der Kampf nur am Laufen. Kannst du denn?
Okay, cool. Ja, wir sind schon fast tot. Mach ich. Ich bekomme halt irgendwie nie mit, weil wir so schnell kaputt gehen beinahe. Ist halt so unauffällig da unten. Ich erkenne das irgendwie nicht schnell genug oder was. So, wie sieht es denn hier aus jetzt? Sie hat Geschicklichkeitsbonus 60. Cool. Also schon fast gelernt. Da machen wir das kleine bisschen ja noch, würde ich sagen. Was auch immer hier noch passiert. Ich weiß, wir haben schon 30 Minuten. Aris war gerade in mir. Was steht da? Tank führen schnell seine Schockleiste. Wenn es Strauch cool ist, nicht eine Schockleiste, jedoch langsam. Sturm! Hey, hey! Dings. Heiliger Magiekreis. Gebet. Oh, dann soll ich auch gleich mal. Aua! So, jetzt hast du mich abgebrochen, du blödes Viech. Oh Gott, die ist gleich tot. Cloud. Mach mal Aeris heile. Na. Oh. Bist du anfällig gegen was? Nö. Also nicht was ich hab jedenfalls. Ja, Fertigkeit. Magiekreis gelernt. So, dann setzen wir mal Gebet ein. Mal sehen, wie das aussieht. Das ist ja auch eine ihrer Limitfähigkeiten eigentlich im Original. Oh, Subspirit hat sie, cool. Ich kann MP absorbieren. Was ist das denn der? So. Das ist ja cool, das heißt, ihre MP werden gar nicht so schnell ausgehen. Ah, sie ist stumm. Ist das alles? Oh ja, ich kann noch. Boom. Guck mal, wie ich noch kann. Zack. Oh, da ist noch so einer. Was? Und ich habe keine Angriffsmagie. Oh, warte mal. So, bei ihm funktioniert das nicht. Er hat einsetzt. So, komm mal her. Ich bin ja voll im Gefahrencenter. Oh Gott. Hilfe, Hilfe! Ich muss mich heilen. Oh Gott, ich sterbe. Kann er mal. Ich habe keine. Na ehrlich? Cloud Limit. Kreuzschlag gegen den hier. Welche letzten Worte? Was? Du Pisser! Ich habe ein Limit daneben gehauen. Das gibt's jetzt nicht. Oh. Cloud. Heilig, danke. So, und du Aero. Eine Verschwendung irgendwie. So, komm mal her. Und zack. Gott, na, sie ist immer noch. So, zack. Und den nehmen wir voll. Gott, was ist denn hier noch? Iris, Hilfe. Ich hab ein Auha. Weiter durch die Explosion drauf gegangen, ey. Gibt's jetzt nicht. Na gut, ich würde aber sagen, nach diesem Kampf hier machen wir erstmal Feierabend und ja.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Final Fantasy 7 Remake. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr einen Teil hast, doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. In diesem Sinne sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge hoffentlich.